89% unserer Kunden können wir mit dem normalen Wasserdruck aus den Pumpwerken erreichen. Für die Kunden, die in höher gelegenen Gebieten wohnen, brauchen wir sogenannte Druckerhöhungsanlagen, damit der Druck erhöht werden kann und auch diese Leute noch mit ausreichend Trinkwasser versorgt werden können. Diese Druckerhöhungsanlagen werden alle mit Strom betrieben. Sollte es einmal zu einem Stromausfall kommen, so könnten wir in den höher liegenden Gebieten die Kunden nicht mehr mit ausreichend bzw. mit gar keinem Wasser mehr versorgen. Besonders kritisch wird das werden für Hochhäuser zum Beispiel. Da würde es in den höheren Stockwerken überhaupt kein Wasser mehr geben. Beim Stromausfall greift bei uns das sogenannte Notstromkonzept. In diesem ist eigentlich erklärt, wer was wie zu tun hat. Unter anderem steht dort auch drin, welches Stromaggregat zu welcher DEA gehört, welches dann an die Druckerhöhungsanlage angeschlossen wird. Jedes Mal, wenn eine DEA ausfällt, müssen halt diese Aggregate angestöpselt werden. Und sollte das öffentliche Stromnetz wieder vorhanden sein, würde dieses wieder abgekoppelt werden von der entsprechenden Anlage und wieder zurück in den Betrieb gebracht werden.